Okay, die Folge beginnt direkt mal mit einer Banger-Nachricht. Willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Charles Leclerc wird seinen Helm an den Nagel hängen in der kommenden Saison. Das ist ganz schön wild. Der ist ja auch hier in-game wahrscheinlich noch relativ jung, oder? Wenn dann so Anfang 30 oder so vielleicht hier in Saison 6. Aber das ist trotzdem ein sehr, sehr unerwarteter Rücktritt, wie ich finde. Und somit haben wir auch zwei Fahrer, die in der kommenden Saison die Formel 1 verlassen. Mit Hamilton und mit Leclerc. Das wird einiges durcheinander mischen auf dem Fahrermarkt. Somit freue ich mich da schon sehr drauf. Und dahingehend ist das auch echt eine gute Nachricht, aber irgendwie auch ein bisschen traurig. Leclerc hat in der vergangenen Saison um die WM gekämpft, ist nur hauchdünn gescheitert, hat jetzt dieses Schrottauto bekommen bei Ferrari und beendet seine Karriere. Aber gut, so ist das. Unsere Saison hat beim letzten Mal keine schöne Wendung genommen mit dem Ergebnis in Japan und somit brauchen wir eigentlich ein kleines Wunder, um wirklich noch eine Chance auf diesen WM-Titel zu haben. 50 Punkte trennen uns und unseren Teammate Carlos Sainz in der WM. Es sind noch einige Punkte zu vergeben, klar, wir haben noch 3 Rennen und auch den Sprint in Brasilien, somit ist es schon noch möglich, aber wir brauchen schleunigst Siege, am besten heute schon. Was ich auch nicht für unmöglich halte, Mexiko ist eine Strecke, die ich mag, aber bisher haben wir hier noch nicht gewinnen können in dieser Karriere. Somit bräuchte es dahingehend eine Premiere heute. Und zugleich müssen wir natürlich auch hoffen, dass dass Sainz und auch Norris nicht so die besten Ergebnisse einfahren, sodass wir einfach viele Punkte gut machen. Aber eins nach dem anderen, wir müssen einfach auf die Strecke fahren heute, müssen alles irgendwie raushauen, in der Hoffnung, dass das für den Sieg reicht. Die verbleibenden 3 Strecken sind allesamt welche, auf denen ich mir vorstellen kann, dass wir gewinnen könnten. Also da ist jetzt keine dabei, wo ich mir auf Anhieb schon denke, das wird nichts. Das ist die gute Nachricht. Ob es dann auch wirklich so klappt, das wird sich zeigen. Rein geht's ins Qualifying. Oh ja, noch keine optimale Runde hier zum Start, aber das Auto fühlt sich gut an. Im Mittelsektor waren wir zum Beispiel sogar lila und das reicht, um zwischenzeitlich Zweiter zu sein, vor Norris unter anderem schon. Oh, und auch vor Carlos, der war ebenfalls schon auf der Strecke, war aber deutlich langsamer als wir. Noch mal ein bisschen schneller. Die knapp 2 Zehntel können viel wert sein. Von der 11 geht's vor auf die 5. Sehr, sehr schön. Und da geht sogar noch mehr. Das ist nicht leicht, so dieses letzte bisschen immer noch zu finden. Aber fehlerfrei war diese Runde nicht. Oh, jetzt zeigt Carlos allerdings, was er hier heute drauf hat. 7 Zehntel nochmal schneller. Lila im ersten und im zweiten Sektor. Und Norris direkt dahinter, nur ein paar Tausendstel. Wow, das ist schon krass. Man muss auch sagen, bei all dem Pech, was wir hatten, vor allem in der letzten Folge natürlich, unverdient wäre es nicht, wenn Carlos das am Ende macht. Der war so super konstant, die gesamte Saison über. Und auch jetzt in den letzten Rennen scheint er nicht zu schwächeln. Mal gucken, wie nah wir da rankommen können. Aber 7 Zehntel stecken da nicht mehr drin. Auf keinen Fall. Ah, leider knapp keine Verbesserung mit der letzten Runde, so wie es aussieht. Und somit wird es was, Platz 10 am Ende, Platz 12 sogar nur. Ja, nicht gut genug, das war nicht so toll. Keine fehlerfreie Runde, doch allgemein schien die Pace nicht so ganz da zu sein. Das war ja nicht mal knapp mit der Spitze. Ja, nee, also da haben ein paar Kleinigkeiten nicht gepasst heute, auf jeden Fall. Aber das waren keine 7 Zehntel, die wir dadurch verloren haben. Starke Runde einfach von Sainz und Norris da an der Spitze. Ja, das wird natürlich nicht schöner, ne? Das ist bitter. Wir stehen hier volle Kanne mit dem Rücken zur Wand. Aber eine Sache erwarte ich zumindest. Und zwar, dass wir nicht aufgeben. Bis es wirklich rechnerisch nicht mehr möglich ist, diesen Titel zu holen, erwarte ich es, dass
wir hier auf die Strecke gehen, in jedem Rennen und alles raushauen. Es kann ja sogar im schlimmsten Fall übrigens heute schon vorbei sein, ne? Ich glaube, 60 Punkte oder so bräuchte Sainz nach diesem Rennen Vorsprung. Dann hat er es geschafft. So wie es aktuell steht, hätte er diesen Vorsprung. Also müssen wir unbedingt nach vorne kommen. Überholen kann man auf dieser Strecke. Fatal ist die Pace auch nicht. Wir sind schon so oft weiter hinten gestartet, als wir dann ins Ziel gekommen sind. Somit ist noch nichts verloren, aber es ist nicht gerade besser geworden als vor dem Wochenende, das ist auch klar. Irgendjemand vor uns musste Gridstrafen hinnehmen, wodurch es immerhin von Platz 11 aus an den Start geht. Ich weiß leider nicht genau, wer. Ich skippe dieses Intro mittlerweile immer, weil ich da keine Lust habe, immer wieder dieselben Sprüche zu hören. Das wird so langsam langweilig. Es ist auf jeden Fall nicht Norris und nicht Sainz, das ist das Wichtige. Auch nicht Vettel, vielleicht Mick Schumacher oder so. Ich glaube, der war eigentlich weiter vorne. Auf die Medium-Reifen werden wir gesetzt. Ja, am Anfang dieses Rennens vorgeschlagen wird, aber unter anderem sogar eine Soft-Medium. Dann werden wir die natürlich probieren. Müssen jetzt am Anfang ja gut wegkommen, müssen viele Positionen gut machen. Und dabei können die roten Soft-Reifen nur helfen. Das Benzin hauen wir noch ein bisschen runter, so eine halbe Runde mehr oder so. Sollte passen. Und dann geht's rein in die Einführungsrunde beim drittletzten Rennen dieser Saison. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Wir müssen eine gute Leistung zeigen, das ist klar. Müssen gut nach vorne kommen und ohne ein bisschen Glück wird es nicht gehen. Sainz und Norris müssen eigentlich beide nochmal ausscheiden. Dann haben wir noch Chancen. So wird es eher schwierig. Lando hatte ja eh noch gar keinen Motorschaden in der ganzen Saison. Und Sainz erst einen, wobei wir schon zwei hatten. Also fair wäre es eigentlich, wenn beide noch einen bekommen mindestens. Aber fair ist dieses Spiel nicht, das ist auch klar. Ich habe versucht, das Setup wirklich auf Topspeed auszurichten hier heute, weil ich das so im Kopf hatte, dass wir in der Vergangenheit ein bisschen Probleme hatten auf dieser langen Gerade dieser Strecke. Somit hoffe ich, dass das heute besser wird. Das würde auch beim Überholen enorm helfen. Ja, direkt am Start schon. Ein guter Start ist hier echt verdammt wichtig durch diesen langen Weg, den man bis zur ersten Kurve hat. Letzte Kurve und dann geht es hinein in die Startaufstellung zum drittletzten Mal hier in dieser Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Rennen. Safety Cars können auch immer passieren. Wenn da eins zu einem guten Zeitpunkt kommt, können wir eventuell profitieren. Wer weiß. Vor allem muss die Pace aber ein bisschen besser werden im Rennen als im Qualifying. Das ist klar. In der Quali haben wir keine besonders clean Runde hinbekommen. Das bedeutet, dass wir vielleicht dadurch ein bisschen was verloren haben. Aber nicht nur. Es muss einfach von Grund auf besser werden. Ja, keine gute Reaktion, ein bisschen geschlafen, dennoch erwischen wir einen besseren Start als George Russell neben uns, der auch nur auf den Medium-Reifen losfährt. Tick-Tim dahinter mit einem richtig guten Start und da kommen jetzt einige natürlich in unserem Windschatten an. Vorsichtig, das wird eng hier in Kurve 1. Direkt mal innen rein, in der Hoffnung hier ein, zwei Positionen vielleicht gut machen zu können. Es hat gut geklappt, schön spät angebremst, schön mutig, viel riskiert. Und das wird belohnt mit Position 9, so wie es aussieht. Sehr, sehr gut, Vettel und Leclerc hier vor uns, Rad an Rad. Einer der beiden wird in der kommenden Saison aufhören. Und das ist Leclerc, nicht Vettel. Auch vielleicht außenrum vorbei an beiden. Oh, das wird jetzt eng, das wird jetzt eng. Zu dritt nebeneinander in so einer langsamen Kurve, das sollte man eigentlich nicht unbedingt machen. Aber wir müssen es machen, wir müssen es probieren und das wird belohnt. Wow, was für eine Szene. Position 7, was ein Auftakt hier in dieses Rennen. Leclerc jetzt voll aggressiv innen rein, aber das klappt nicht. Onboard mit Sebastian Vettel, der genau in der Mitte im Sandwich war hier in diesem geilen Fight, geilen Duell. Ah, dann müssen wir da vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen, aber ehrlich gesagt dachte ich zu dem Zeitpunkt auch schon, dass die beide hinter uns sind und es war ja auch fast so, da war nur noch so ein Teil vom Frontflügel von Sepp vielleicht neben uns. Eieiei, das war ganz schön knapp. Aber genau so muss das aussehen, genau das erwarte ich. Einfach schön mutig die Manöver probieren, nicht aufgeben, egal wie hoffnungslos es eventuell gerade aussieht. Magnussen ist ganz schön gut unterwegs, aber nur auf den Medium-Reifen und das merkt man auch, der hält Lewis hinter sich auf. Oh, während Sainz ordentlich was verloren hat, Tsunoda führt das Rennen an vor Norris, Gasly und dann kommt Carlos erst auf Platz 4. Oh, und Vettel muss sogar stoppen, der hat sich Frontflügelschaden zugezogen, vermutlich bei der leichten Berührung, die es mit Leclerc gab, die wir aus seiner Onboard gesehen haben. Das tut mir leid, wollte ich sagen, aber dafür konnten wir wirklich nichts, das war zwischen Vettel und Leclerc. Ja, diese ersten 1,5 Runden machen Mut. Wir sind schnell. Wir schließen auf zu Hamilton, der auch echt viel Zeit verliert. Carlos ist auch auf den gelben Mediums. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon. Und das würde auch erklären, warum der so zurückfällt in dieser Anfangsphase.
Ah, ich hoffe, dass das nicht zu viel Zeit kostet jetzt hinter K-Mac. Das Problem ist halt, dass er Lewis jedes Mal das DRS geben wird, solange der nicht vorbeizieht. Dann kann man es vielleicht an einer anderen Stelle probieren. Vielleicht hier im Stadion, der lenkt auf uns ein, das kennt man aus dieser Kurve. Aber wenn wir weit genug vorne sind, dann reicht das. Sehr gut. Nochmal das Ganze aus der Onboard-Perspektive von Hamilton. In dieser Haarnadel, da kennt die KI wirklich gar nichts. Also, die sind ja so schon dämlich, wenn jemand innen ist. Aber seht euch das an. Wir sind hier schon vorbei. Also, da kann man wirklich diesmal nichts sagen. Und trotzdem trifft er uns noch. Ja, ganz, ganz wild. Zum Glück hat er uns aber am Hinterrad getroffen, nicht am Seitenkasten. Das hätte wahrscheinlich Schaden gegeben. Sehr, sehr guter Auftakt in dieses Rennen. Das hätte eigentlich nicht besser laufen können. Lila jetzt auch im ersten Sektor durch das DRS, was wir auf K-Mac hatten. Nun gilt es, den natürlich schnell aus dem Weg zu räumen. Und dann ist das nächste Auto auch schon Sainz, der echt Probleme zu haben scheint. Und vielleicht jetzt schon vorbei auf dieser neueren, kürzeren DRS gerade. Oh ja, hier überholt man gar nicht so häufig, weil man echt viel schneller sein muss als der Vordermann und vor allem richtig nah dran. Aber das hat gut funktioniert. Sehr, sehr schön, Mann. Optimal wirklich. Wer hätte das gedacht? Nach 4 Runden sind wir dran an Sainz und konnten schon 6 Positionen gut machen. Da müssen wir natürlich vorbei, solange Carlos auf den Mediums ist. Ganz, ganz klar. Nur das wird noch nichts bringen. Wir müssen deutlich vor ihm sein, um viele Punkte gut zu machen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir vorbei. Und das sieht auch ganz gut aus. Das DRS ist schon mal da hier auf Start und Ziel. Ich glaube nicht, dass das hier auf der zweiten Gerade schon reicht. Ja, so erst recht nicht. Das muss relativ schnell gehen. Gasly ist nicht besonders gut unterwegs da vorne. Und Sainz holt auf ihn auf. Ist bald im DRS-Fenster. Vielleicht wird er es sogar schon haben auf Startziel, wenn es schlecht läuft. Ah, nee, noch nicht. Das sieht ganz gut aus. Somit ist das jetzt aber die letzte Chance, an Carlos vorbeizukommen, ohne dass er das DRS hat. In der nächsten Runde wird er nah genug dran sein an Gasly. Was macht jetzt der Topspeed? Einen guten Windschatten werden wir bekommen. Das DRS sowieso. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das Setup scheint zu funktionieren. Sainz verteidigt natürlich. Da eigentlich nicht viel entgegenzusetzen. Nein, wir können auch noch später bremsen mit den Softreifen. Haben das DRS jetzt nochmal auf dieser Gerade, weil es da ja nur einen Messpunkt gibt. Sehr, sehr gut. Aber weitermachen. Das ist nur die halbe Miete. Oder nicht mal. Lila Mittelsektor. Wir sind on fire in diesem Rennen. Ich gebe auch wirklich alles. Möchte es auf jeden Fall vermeiden, dass die WM heute schon verloren ist. Und zumindest dahingehend sind wir auf einem guten Weg. Lila jetzt auch im ersten Sektor hier auf dieser Runde. Das DRS auf Gasly ist schon mal da, der auch ordentlich am Struggeln ist hier in den ganzen S-Kurven. Ja, die Reifen, die machen sich schon bemerkbar so allmählich. Tsunoda, der das anführt, ist nicht so schnell. Ich habe den Eindruck, dass Lando schneller kann. So sieht es zumindest von hier hinten aus. Mal sehen, ob jetzt was gegen Gasly geht. Aus einer ähnlichen Situation haben wir Sainz vorhin überholt. Und der ist ja auch noch in einem schnelleren Auto. Was labert Jeff da gerade, ich weiß, versuch mit DRS vorbeizukommen. Ja, echt! Echt, Jeff! Danke für den Tipp, wäre ich niemals drauf gekommen. Mal schauen, ob jetzt was geht im Anbremsen. Wir gehen schön nach außen, hoffen, dass er sich nicht verbremst. Und dann haben wir die Innenseite für die zweite Kurve. Und das funktioniert. Gasly steckt auch brav zurück. Position 3 in Runde 9 dieses Rennens. Nur noch Lando und Tsunoda trennen uns vor der Führung und vor dem Sieg, den wir unbedingt heute brauchen. Let's go, genau so muss es weitergehen. Ja, ich weiß nicht, was Norris da macht. Der ist offensichtlich schneller, hat auch die schnellste Rennrunde, was ebenfalls ein Zeichen dafür ist. Aber der kommt nicht vorbei am Japaner. Obwohl das an sich eine gute Sache ist, wenn Yuki das Ganze anführt. Der klaut Norris ja somit Punkte, aber zum Überholen wird das jetzt schwierig. Lando ist so oder so schnell und mit dem DRS auf den Geraden wird es dann noch schwieriger. Vielleicht irgendwie hier in diesen langsamen Kurven. Nee, das ist zu riskant. Nicht so früh im Rennen. Wir können auf jeden Fall schneller in freier Fahrt, zumindest mal als Tsunoda. Aber das bringt halt nicht viel, wenn man dahinter ist. Boah, das ist hier ein geiler Fight um die Führung. Noch hält sich Yuki Tsunoda irgendwie vorne. Jetzt könnte es aber für Lando mal brenzlig werden. So eine Art Switchback hier an dieser Stelle. Und da geht's doch hier innen vorbei. Mit viel Mut, mit viel Schwung aber auch, den wir geholt haben in der Kurve davor. Allerdings hält Norris dagegen, hat jetzt die Innenseite im Eingang zu den S's und setzt sich durch. Wird dann auch noch schön langsam. Das war für Tsunoda jetzt natürlich ein Jackpot.
Ab geht's jetzt an die Box für einen Satz der Medium-Reifen. Norris macht dasselbe. Boxen-Stop-Duell. MG Motorsport gegen McLaren. Das war ein bisschen zu knapp mit der Wand, aber alles ist gut gegangen. Ich wollte einfach keine Zeit herschenken hier beim Anbremsen. Mal sehen, gegen Tsunoda kann jetzt natürlich was gehen, wenn der Stop passt und auch die Outlap. Und gegen Norris kann was gehen, wenn der einen schlechten Stop hat und wir einen guten. Aber ich glaube, der ist da schon. Naja, Lando bleibt davor. Schade. Dennoch war der Stop natürlich in Ordnung mit 2,4. Und wir kommen auf die Strecke. Hoffentlich ohne Auto zwischen uns und Lando. Das wäre gut. Und das wird auch passieren. Platz 12. Reicht die eine Runde in freier Fahrt jetzt, um an Yuki vorbeizukommen. Ich kann es mir vorstellen, weil der wirklich nicht so schnell war. Aber natürlich haben wir jetzt auch die Warm-Up-Probleme, die er nicht hat, logischerweise. Und wir sind jetzt einige Medium-Starter vor Lando, die noch eine Weile fahren werden. Das wird jetzt spannend in den nächsten Runden. Yuki an der Box, der bewegt sich schon Richtung Ausfahrt. Hat das gereicht? Ich glaube, das könnte gereicht haben, oder? Da vorne ist er. Nee, es wird knapp. Oh, wird ganz knapp sogar zu dritt nebeneinander jetzt da vorne. Mehr oder weniger. Oh, wenn man das clever macht, dann kann das gelingen, hier irgendwie eine Position gut zu machen. Vielleicht ja gegen Norris. Wir setzen uns daneben. Oh ja. Oh ja, das war ganz schön frech gemacht. Schön das Chaos ausgenutzt, was da geherrscht hat. Die beiden hier jetzt ohne DRS. Ne, habe ich mich nicht so getraut. Shit. Hätte man da mehr durchgezogen, dann wäre eventuell was gegangen gegen Tsunoda und gegen Schwarzmann. Oh, mutig, aber es funktioniert. Yes, und jetzt haben wir ein Auto zwischen Lando und uns hier in diesem Mittelsektor. Es sei denn, der setzt sich da noch durch, aber zumindest kostet es mal Zeit. Ja? Schwarzmann hält auch gut dagegen. Das war jetzt echt ganz, ganz wichtig. Oh yes, come on. Ich glaube, keiner kann mir vorwerfen, dass ich es nicht probiere hier in diesem Rennen. Und das ist ja immerhin etwas. Vor allem ist auch Tsunoda vor Norris geblieben. Das war mir eigentlich auch wichtig. Je weniger Punkte Lando holt, desto besser. Und Joe jetzt an der Box, Yukis Teamkollege. Das ist somit Platz 6 schon mal. Switchback-mäßiges Ding hier gegen Tsunoda. Ah, ich weiß nicht, vielleicht hätte man es probieren können, aber das geht hier jetzt um die Führung. Somit möchte ich nichts Dummes machen. Wir haben die Pace, um das zu gewinnen. Also ein bisschen mit Köpfchen muss man jetzt auch fahren. Das macht keinen Sinn, oh, hier überall rein zu bomben wie ein Wahnsinniger. Fetter Quersteher hier von Tsunoda. Letzte Chance gegen Yuki, solange er nicht das DRS hat. Neue schnellste Rennrunde. Norris antwortet aber direkt. Lando und wir sind klar schneller als Tsunoda, aber er ist aktuell vorne auf der Strecke, aber nicht mehr lange. Jetzt müssen wir da vorbei natürlich, aber so, dass Lando dahinter bleibt, bitte. Kontert Yuki nochmal irgendwie hier in Kurve 1. Ja, er versucht's. Oh, verlier nicht zu viel Zeit, bitte. Bleib vor Norris. Nee, kein guter Ausgang. Ich glaube, das wird reichen für Lando. Oh Mann, das wollte ich echt vermeiden. Ich wollte ihn so überholen, dass Norris nicht durchschlüpfen kann, aber das wird er jetzt easy schaffen bei dem Ausgang von Tsunoda, oder? Rad an Rad, die beiden da hinten. Mich würde es wundern, wenn Yuki davor bleibt. Lando hat jetzt auch die Innenseite für diese ganzen Kurven hier und setzt sich durch. Ah, shit. Der Rovala ist der Nächste. Es könnte hier schon was gehen. Es muss sogar hier schon was gehen, so wie der da verteidigt. Eigentlich wollte ich das DRS auf Start und Ziel gerne haben, aber so ist auch in Ordnung. Jetzt kostet der die Jungs dahinter ein bisschen Zeit. Oh, die sind da immer noch nicht vorbei. Das könnte jetzt eine kleine Vorentscheidung geben in diesem Rennen. Wir müssen uns absetzen in dieser Phase. Oh ja, lila Mittelsektor. Gutes Timing jetzt für sowas. 2 Sekunden Vorsprung schon. Erst jetzt ist Norris vorbei an Daruvala. Während vorne der erste der Medium-Starter reinkommt. Magnussen und Russell direkt hinterher. Somit fehlt dann nur noch Carlos, der wahrscheinlich in der nächsten Runde reinkommt. Erstmals wird sich jetzt zeigen, wie gut die Pace ist im Vergleich zu Norris in freier Fahrt. Er ist 2,7 Sekunden hinter uns, so in etwa. Hoffentlich bleibt es mindestens dabei. Sainz jetzt an der Box und der wechselt auch nur auf die harten Reifen. Wird somit nicht ganz so schnell sein. Wer weiß, vielleicht kostet ihn das noch ein paar Positionen. Je weiter hinten er ist, desto besser für die WM. Na, aber so besonders weit hinten ist das leider nicht. Platz 3. Ja, das ist halt bitter. Wir haben Chancen auf den Sieg, führen das an. Und dann wird Norris Zweiter, Sainz Dritter. Also machen wir so wenig Punkte gut, wie es nur irgendwie geht bei einem Sieg. Nicht so schön. Aber hey, unseren Job haben wir erfüllt bisher. Mehr kann man nicht machen. Vielleicht die schnellste Runde noch. Mal gucken, ob die Pace dafür ausreicht. Nahezu identische Pace mit Norris. Der Vorsprung bleibt konstant bei so 2,6, 2,7 Sekunden irgendwie in dem Bereich. Also das ist schön zu sehen, dass der jetzt nicht irgendwie aufholen kann in freier Fahrt.
einfach, ja, so soll es zu Ende gehen von mir aus. Damit wäre ich zufrieden. Also mehr kann man ja nicht verlangen. Aber wer weiß, vielleicht ist das Schicksal hier auf unserer Seite und Carlos oder Norris haben auch mal ein bisschen Pech. Gelbe Flagge jetzt weiter hinten. Erstmal einer der Alpins rollt da aus, stellt sein Auto ab. Wen von beiden hat's denn erwischt? Stroll oder Schwarzmann? Es ist Stroll. Oh, und Russell direkt hinterher. Das könnte ein Safety Car geben, oder? Zwei Autos, die jetzt auf der Strecke stehen? Nee, irgendwie nicht. Bei Stroll ist es definitiv ein Motorschaden und bei Russell dann ebenfalls, aber an fast derselben Stelle. Die stehen beide hier im Stadion, wow. Oh, gelbe Flagge, der zweite Mercedes von Hamilton hat irgendein Problem. Vermutlich ein Dreher da in Kurve 1, oder? Das sieht man häufiger. Also wird es wahrscheinlich sein, Lewis ist hier ganz alleine unterwegs, aber das ist nicht der Fahrer, von dem wir ein Problem brauchen. So ein Sainz oder so wäre mir deutlich lieber. Hier kommen alle gut vorbei, so wie es aussieht. Gelbe Flagge! Ach, Mann, ja, natürlich nicht. Es ist Tsunoda. Och, Mann. Letzte Runde mittlerweile und der Abstand zu Norris ist immer noch genauso wie vor ungefähr 10 Runden. Das war nahezu identisch, was der hier gezeigt hat. Also echt der Wahnsinn. Ja, starkes Rennen, finde ich. Voll gefightet von Anfang an. Ich wollte das Ding hier unbedingt holen heute. Ich glaube, das hat man gesehen. Und am Ende hat auch die Pace ausgereicht, um das knapp vor Norris zu schaffen, so wie es aussieht. Aber natürlich bitter, ein Rennen zu gewinnen und dann die beiden größten Konkurrenten mit auf dem Podium zu haben. Da hofft man dann natürlich schon, dass die ein bisschen weiter hinten sind. Aber dennoch, unseren Teil der Aufgabe haben wir heute erfüllt. Ein letztes Mal geht's hindurch hier durchs Stadion. Da geht dieses kleine Feuerwerk ab oder wie man das nennen will. Und dann ist es geschafft. Sieg hier in Mexiko zum ersten Mal in dieser Karriere. 25 Punkte gehen auf unser Konto. Aber natürlich fühlt sich das so ein bisschen, ja, es sind so gemischte Gefühle. Es ist ein Sieg, aber der bringt nicht wirklich viel. Das ist halt das Traurige. 6 Punkte sind es nur, die Lando weniger holt, nur 10, die Carlos weniger holt. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber ja, das kann man nicht beeinflussen, das ist klar. Und an der Stelle muss man auch Props geben an die beiden einfach. Klar, wir hatten das Pech in Japan vor allem, ich denke, das wird uns das Genick wahrscheinlich gebrochen haben jetzt am Ende. Ich glaube nicht, dass wir die WM jetzt noch gewinnen können, also ich glaube nicht wirklich dran. Wird nichts ändern an der Herangehensweise, ich möchte trotzdem alles probieren in den Rennen, aber ich glaube wirklich realistisch ist das jetzt nicht mehr. Ja, man muss auch dazu sagen, obwohl wir das Pech hatten, machen die es auch einfach gut. Super konstant. Keiner von beiden hat zu irgendeinem Zeitpunkt so eine größere Schwächephase oder so. Es ist klar, hier und da mal ein schlechteres Rennen dabei, aber das bleibt dann irgendwie bei dem einen. Das ist nicht so wie zum Beispiel bei Button in der Vorsaison, der in der ersten Saisonhälfte alles abgerissen hat und dann völlig schlecht war. Die beiden sind wirklich konstant gut und das macht es halt so schwer, die zu schlagen. Also ja, ich möchte damit nur sagen, falls wir es am Ende nicht schaffen, wäre es auf jeden Fall verdient, wenn es einer von den beiden macht. Und ja, dennoch ist es aber natürlich bitter. Schön zu sehen, dass Ferrari sich so ein bisschen berappelt allmählich. Und ich glaube auch dran, dass wir die nächste Saison dann wieder ganz vorne sehen. Vor allem, wenn keine Reglementänderungen kommen. Aber danach sieht es ja aus aktuell. Noch wurde da absolut nichts angekündigt. Weiter hinten sah es so aus. WM, ja, sind es jetzt 40 Punkte. Also, vermutlich ist es beim nächsten Mal in Portimao dann sogar schon vorbei, oder? Da kann ich mir gut vorstellen. Am letzten Wochenende, klar, sind nochmal 34 Punkte zu vergeben dann mit dem Sprint. Also, ja, das ist gut, das im Hinterkopf zu haben. Aber, ja, wie wahrscheinlich das ist, die WM jetzt noch zu gewinnen, ist, glaube ich, klar, oder? Ich glaube, das wissen wir alle. Vor allem, weil die beiden halt nicht schwächeln. Das ist halt das Ding. Wenn es irgendwie denkbar wäre, dass die beide keine Punkte holen beim nächsten Mal in Portimao oder so, okay, aber das sehe ich halt absolut nicht. Da müsste schon wirklich viel, viel zusammenkommen. Und selbst dann, selbst wenn Carlos ausscheiden sollte in Portimao und wir gewinnen, sind wir bestenfalls irgendwie 14 Punkte hinter ihm oder so, oder? Und selbst das wäre vor dem letzten Wochenende relativ viel eigentlich, bei der Konstanz, die er an den Tag legt. Ah, komm, alles Theorie. Mal schauen, wie das dann beim nächsten Mal wird. Immerhin, die Konstrukteurs-WM sieht gut aus. Das freut mich doch, dass wir zumindest die wahrscheinlich einfahren werden. Und das war's jetzt auch schon von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Ein richtig erfolgreiches Rennen hier in Mexiko. Hoffentlich gelingt etwas Ähnliches in Portugal. In der letzten Saison waren wir da richtig stark. Da gab's nur im Rennen diese Kollision mit Leclerc, falls ihr euch erinnert. Aber auch da können wir gut sein. In Brasilien können wir auch gut sein. Da haben wir
in der letzten Saison gewonnen, haben dort den Titel klar gemacht. Also sind das zwei starke Strecken. Ich hoffe, dass es zumindest gelingt, die WM-Entscheidung nach Brasilien zu vertagen, sodass wir die nicht vorzeitig irgendwie verlieren, sondern wenn überhaupt, dann wirklich erst im letzten Rennen. Das wäre ja auch was. Und ja, wer weiß, was beim nächsten Mal passiert. Wenn wir nochmal sowas zeigen können wie hier in Mexiko, ist auf jeden Fall der Sieg drin. Und wenn die anderen beiden dann vielleicht mal ein bisschen Pech abbekommen, dann kann es eventuell doch nochmal spannend werden. Wer weiß. Das war's auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!